Hallo und willkommen zu Schlecht ausgeleuchtet. Ich mache jetzt mal etwas einen Test. Magerstufe zu dick. Wenn die Diät nicht gefährdet ist. 5 Jahre am Anfang. Immer ein bisschen nur rein. Ja, Magerstufe. Deutschlands Nummer 1, meistverkaufte Marke. Markus. Sahne rein? Natürlich nicht. Sie nehmen Quark, Sahne, Käsekuchen. Käsekuchen, nicht Käsekuchen, das schmeckt ja Käsekuchen. Noch besser. So. Auf 100 Milliliter soll man 3 Tropfen. Dann wären das wohl auch ungefähr 3 Tropfen. Was? Probieren wir das Ganze mal. Wenn das jetzt nicht so episch nach Käsekuchen fällt, dass er Lippo wegfliegt vor Glück, dann gibt es eine Beschwerde, gibt es eine Bewertung von 1 Stern. Lippo ist nicht begeistert. Das muss wie Zauberkäsekuchen sein. Wenn das jetzt in der Käsekuchen schmeckt, dann dreht er Lippo durch. Spannend. Gar nicht der Käsekuchen, nicht Käsekuchen genug. Jetzt aus. Jetzt soll nicht zu viel reinkloppen. Die ganze Bulle. Lecker Käsekuchen. Käsekuchenaroma 13 Euro. Das ist ja nicht wegen des Geldes. Nein, meine Damen und Herren. Ich könnte mir schon vorstellen, dass bei günstigen Käsekuchen das schon der ganzen Sache so ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat. Dass man dann, wenn die Firmen so einen Käsekuchen machen, dass dann geschmeidig so ein bisschen Käsekuchenaroma reingemacht wird und zack, Käsekuchen. Dann schmeckt der Käsekuchen noch besser. Oder ein Erdbeerkuchen, Erdbeertorte, Erdbeeraroma. Da muss natürlich das Erdbeeraroma muss natürlich günstiger sein, als wenn man richtige Erdbeer nehmen würde. Natürlich irgendwie bin ich bescheuert für eine Firma. Nimmt Erdbeeraroma für 20 Euro, 2 Euro kosten die Erdbeeren. Das kann aber auch sein, dass das an der Kälte liegt, weil Kälte nimmt Geschmack. Weiter los im Stand in Dänemark. Deswegen muss man ja, wenn man Eis macht, dem Ganzen mehr Geschmack geben, weil Kälte Geschmack nimmt. Wenn ich das jetzt warm mache, geschickt in der Mikrowelle, ist das ein warmer Käsekuchen. Mal gucken. Entweder jubilieren oder größte Enttäuschung. Das liegt hier immer nah beieinander. Wenn der Lippo geschmeidig am Kochen ist, dann heißt es manchmal essen oder wegschmeißen. Bei neuartigen Rezepten vor allem.
Ich könnte aber Rosinen oder sowas reinmachen, das auch Geschmack geben würde. Oder Käse, Orangenkuchen oder mit Zitrone, Lebkuchen. Du hast doch Fantasie. Wende sie an. So, zack, wir werden keine gekochten Käsekuchen haben. Jetzt haben wir es ein bisschen gewärmt, beim Grill. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt fantastisch nach Käsekuchen schmeckt. Gar nicht, egal. Also wenn er das schmeckt wie Quark mit Anyway. Das wird jetzt total nach Käsekuchen schmecken. Das ist ein Beschiss. Ich nehme Quark, klopfe da die Tropfen rein und dann meine ich, ich würde auf Käsekuchen rumlutschen. Was ein Beschiss, Lipp oder Käsekuchen-Experte. Ich kann ihn aber nicht essen, weil sonst würde er ungeahnte Ausmaße annehmen. Was macht er? Da reinkloppen und was? Rosinen-Käsekuchen. Sag mal nicht. Nicht? Zucker. Das ist gesüßt und ich könnte mir den Zucker sparen. Was ist das denn? Tee. Warum habe ich... Ach, Blasen und Nieren. Ach so, das war noch von meiner... Nieren- und Blasentee. Versuchen damals. So, Rosinen. Ich hoffe, hier sind auch nicht schon tödlich. Die ein bisschen länger da drin, aber Lipo experimentiert hier. Experimentieren Sie mit dem Lipo. Und da kann man es so umrühren. Ja, was soll man sagen? Muss man halt Öl reintun. Für. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass. Käsekuchen-Aroma, das ist wirklich dafür gedacht, wenn eine Firma Käsekuchen macht und dann macht die zur Verstärkung des Geschmacks Käsekuchen-Aroma ran. Aber nicht jetzt so hier nur wie Lipo hier, Magerquark und dann Käsekuchen-Aroma ran und dann fertig Käsekuchen. Das muss ich jetzt ein bisschen einweichen lassen, die Rosinen. Also wenn so Käsekuchen schmeckt, dann wird der Käsekuchen aber ganz schön scheiße gemacht, muss ich ja. Ich kann jetzt auch nicht die Alu-Pulle reinkippen. Das ist nicht gesundheitsfördernd. So, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ich gebe dem manchmal den 3 von 10 wegen des guten Gefühls, was Neues ausprobiert zu haben. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt dauernd machen. Da kann man auch wieder besser Zitronensaft und Zucker nehmen. Ich finde es... Naja, wie soll ich sagen. Da muss ich das verteilen oder sowas. Weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht hier 100.000 Tropfen Käsekuchenaroma reinmachen, bis das nach Käsekuchen schmeckt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Also bei mir bekommt es keine so gute Note.